So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir machen uns auf den Weg nach Quatsch. Mhm. Wir machen weiter mit der Hauptquest, Freunde. Wir werden vermutlich einen kleinen Zwischenstopp in Skingrad machen. Weil es auf dem Weg liegt. Ja, und ich hoffe einfach, dass es nicht zu viele Zwischenfälle gibt. Wer bist du eigentlich? Ich bin ganz Ohr. Wer bist du? Ich bin ganz Ohr. Interessanter Name. Hätte ich jetzt eher von einer Argonierin erwartet, aber in Ordnung. Bei Oblivion ist es nicht so wie zum Beispiel in Dragon's Dogma oder in Gothic. Nee, ist es in Gothic überhaupt so? In Risen ist es klar. Es gibt ja, also Dragon's Dogma, wissen wir ja, es gibt ja so Spiele, wo bei Nacht die Welt gefährlicher wird. Das ist in Oblivion definitiv nicht der Fall. Also es sind dieselben Monster und Kreaturen. Deswegen, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Da oben ist gerade kurz ein Wachmann gedespawnt. Was war das? Habt ihr die Lebensanzeige gerade gesehen? Aber unser Pferd kann es ja nicht gewesen sein. Genau, wenn wir uns hier halten und die nächste Straße, die möglich ist, nach rechts abbiegen, müssten wir direkt Richtung die goldene Straße nach Skingrad reiten, genau. Ah ja, noch besser. Und von Skingrad ist es dann auch nochmal ein kleines Stück nach Quatsch. Ja, und das Pferd ist jetzt auch nicht ultra schnell. Aber passt. So, hier müsste es jetzt nach Skingrad hochgehen, oder? Scheiße, das ist ein Bär. Kann ich dem ausweichen? Versuchen wir mal nicht die ganze Fauna hier auszurotten. Boah, habt ihr das gehört? Die Welt ist so schön, aber auch so scheißgefährlich. Guten Abend. Da ist der Clavicus Willschrein. Eigentlich relativ nah an einer Straße. Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt vermutet. Ist ein Stein oder ein Bär? Weiß gerade nicht. Scheiße, das ist ein Irrlicht. Ja. Die Grünmethöhle. Das klingt eigentlich ganz nice. Was ist das? Oh, was geht da vorne ab? Das ist irgendein Bürger. Ich will den Schneeball ausprobieren. Oh, Alval Ulvani. Ja, das ist das Problem mit diesen Nebencharakteren. Ist jetzt halt die Frage, ob der wichtig ist. Es kann halt passieren, wenn es Nebenquest-Charaktere sind. Oder vorne ist ein Troll, oder? Ja. Dem müssen wir ausweichen.
Also ein Bär und ein Eber fordere ich, wenn es unbedingt sein muss, aber Troll haben wir keinen, weil die Trolle healen sich. Warte mal, ich muss mir die mal kurz auf meine Liste schreiben. Oh, und ich muss die Sinklochhöhle durchstreichen. Grünmethöhle? Graufelsenhöhle. Sinklochhöhle durchstreichen. So. Okay, gut. Bisher konnten wir dem Schlimmsten ausweichen. Es läuft ja ganz gut, würde ich sagen. Boah, hat der gerade den Troll besiegt? Oh, Scheiße. Ich wollte dir gerade gratulieren. Scheiße. Ich hab den falschen Zauber. Lass mich drüber. Darf ich dir auch meinen neuen Zauber zeigen? Schau mal. Ich kann jetzt Eis machen. Der denn den Troll besiegen? Oh nee. Wo ist der denn jetzt? Nein, nein, nein. Oh, nee. Er steht direkt neben unserem Pferd. Er will uns... Boah, macht er das gut. Macht er das gut. Bleib hier, ich brauch dich. So. Danke, Scampi. Und er lässt einfach das Trollfett liegen, der Idiot. Es ist ausgesprochen beunruhigend, dass Banditen Trolle so leicht fertig machen können. Weil wir würden den halt nicht dauern. Wir würden halt nicht genug Damage machen. Es würde halt nicht klappen. Oh ja, da ist Skin gerade. Können wir? Die Stallungen sind eh auf da. Ich glaube, man kann durchreiten, oder? Ey, was geht denn da unten ab? Okay. Scheiße. No way. Gar keine Chance. Mir bloß vom Hals. Ich brauche Lebenspunkte. Ich muss aufpassen, ja. Genau deswegen. Boah, gar keinen Bock. Wie kann ich den ausweichen? Ey, kurz vorm Ziel. Wie unnötig. Oh, wirklich. Ja.
Jetzt ist Schluss. Macht auch nichts. Jetzt fallt um und ja. Freilich einfach das Ziel wechseln, wo sind wir denn? Au. Aua. Scampi, hilf mir. Jetzt ist Schluss. Alter, jetzt ist ja gut, oder? Kann uns das Kampf halt so ein Ticken schneller reagieren? Boah. Und dann snipet er ihn weg. Dann snipet er ihn weg, als gäbe es keinen Morgen. Boah, ich merke die Müdigkeit, Freunde. Ich merke die Müdigkeit. Also bis nach Skingrad will ich es in der Aufnahme eigentlich schon schaffen. Ich muss irgendwie diese Mine umgehen. Komme ich doch so sicher auch runter, oder? Jackie, schaffen wir das? Oh Gott. Ja, doch, das schaffen wir schon. Komm. Komm, mein Großer. Es geht steil runter. Oh, alles gut. Wir werden zwar nie wieder hochkommen, aber wir haben es wenigstens runter geschafft. Wollt ihr hier draußen stehen? Ja. Wir werden sehen. Ich glaube bitte nicht. Das ist dumm. Ziemlich gut. Richtiger Fail gerade. Hört auf, ihr macht mir Angst. So, nein. Ich will euch nicht Angst machen. Was immer ihr wünscht. Hört auf, ihr macht mir Angst. Der war gut. Sollte das... Einverstanden, ich habe keine Wahl. Was gibt's für Gerüchte? Habt ihr gehört? Jemand hat das Grab von Latasa entweiht. Kein Wunder, dass ihr Geist diesen Ort heimsucht. Noch nie gehört. Wiedersehen. Welche Latasa? Ja, genau. Genau. Man reitet da durch. Und links und rechts sind theoretisch... Nee. Okay, jetzt bin ich... Aber ich darf mit dem Pferd nicht in die Stadt. Ja, genau. Aber wie bringe ich denn jetzt mein Pferd auf die andere Seite? Komme ich da durch? Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben. Ja, einfach an der Stadtmauer entlang. Freilich, wie sonst. Fuck.
Boah. Der hat ihm gar nichts ausgemacht. Das überleben wir nie. Auf geht's, Gampi, du musst schon angreifen. Hey, wo ist er? Oh Gott. Wie unnötig. Wie unnötig. So ein Stress. Genau, und das sind die Stallungen. Was? Schön hier. Sie wollen auch rein? Sie warten auch drauf, dass das Tor aufgeschlossen wird. Ich glaube, ab 8. Ja. Ja. Okay. Ich will eigentlich bloß hier rein, um den Elfenkriegshammer zu verkaufen. Und den Löwenpelz. Ich will nichts dabei haben, was irgendwie zu arg Gewicht hat, wisst ihr? Psst, hier drüben. Ja, ihr. Wir müssen reden. Ja, ihr. Wir könnten hier nicht reden. Zu sehr in der Öffentlichkeit. Kommt um Mitternacht hinter die große Kapelle. Lasst euch nicht verfolgen. Ihr werdet es nicht bereuen. Paranoia, ich traf einen geheimnisvollen Waldelf namens Glarth hier in Skingrad, der mich um ein Treffen heute um Mitternacht hinter der großen Kapelle bat. Er wollte mir nicht sagen, um was es geht, aber versprach mir, dass ich es nicht bereuen würde. Ihr seid ein Tor. Ihr werdet alles ruinieren. Wir stehen vorm Tor. Man darf uns nicht miteinander reden sehen. Nein, ich weiß nicht, wie man zur Kaiserstadt kommt. Da müsst ihr jemand anderen fragen. Und nach Quatsch? Okay. Ihr riecht nach Tod. Habt ihr tote Dinge beschworen? Naja, ganz unrecht hat er nicht. Hallo? Also, worum geht es hier? Ist das eine Bäckerei? Geil! Ich muss aber keine Bäckerei finden. Sondern? Ein Gemischtwarenhandel oder so. Wisst ihr, was auch so ein bisschen schade ist? Dadurch, dass wir halt auf diesem Schwierigkeitsgrad spielen, ist es auch so, dass wir sehr wenig in Nahkampf gehen und dadurch auch zum Beispiel keine, also wir können halt keine Krankheiten erleiden. Was jetzt nicht direkt schade ist, aber es nimmt natürlich eine ja, es nimmt keine Schwierigkeit. Ihr wisst schon, was ich meine. Es fällt halt was weg. Hammer und Zange, rund um Alchemie. Und einfach nur einmal alles. Hier.
Das ist ja geil. Irgendwo. Wisst ihr was? Ich hock mich hier auf die Treppenstufe. Wann wird es aufhaben? In 2 Stunden. Erholen wir uns mal von dem ersten Ritt. Warten wir, bis die Geschäfte aufhaben. Und let's go. Hallo. Möget ihr immer Rückenwind haben. Gunda. Willkommen beim kolovianischen Händler. Skingrads feinster Auswahl an allgemeinen Waren. Ich bin Gunda. Sagt mir einfach, was ihr wünscht. Was darf ich euch anbieten? Ich würde als... Nee, nicht falschen. Ich würde euch als erstes gern kennenlernen. Ja? Das ist... Was für... Eine tolle Geschichte. Passt. Wo erzählt nicht. Gute Arbeit. Ihr ein. Oh, wo habt ihr den her? Was für. Perfekt. Der ist klasse. Gell? Wie geht der nochmal? Was kennt ihr für Geschichten? Ich glaube, Bernadette Penelés ist eine nette Frau. Sie arbeitet unermüdlich drüben in Tamikas Winzerei. Mhm. Und was gibt's über Skingrad? Es gefällt mir sehr in Skingrad. An Skyrim gemessen sind die Leute etwas zurückhaltend, aber sie sind freundlich und loyal, wenn sie einen erst kennen. Skingrad ist, glaube ich, eine Kommen wir zum Geschäft. Sehr wohlhabende Stadt. Okay, mein Lieber, ich hätte einmal das hier. Das klingt... Ein guter... Mhm. Ja, auch sehr gute Preise. Gut, wir haben jetzt auch schon bei Persönlichkeit einiges geskillt, gell? So ist es ja nicht. Eberfleisch und Trollfett behalten wir. Hier Löwenpelz. Das klingt nach einem angemessenen. Ein exzellentes Geschäft. Jetzt sind wir jetzt 2000 Gold, Freunde. Hab Dank. Auf Wiedersehen. Wenn alles nach Plan läuft, kehren wir als reiche Bürger aus Quatsch zurück. Wohl. Ja, dass ich die Hauptquest auswendig kenne, ist ja wohl vollkommen klar, oder? Bei dem Glath hier bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich war aber auch... Ich habe halt viele Städte primär besucht für die Gildenquests, wisst ihr? Und ja, man war wegen der Magiergilde da, ich glaube auch wegen der Kriegergilde. Die Dunkle Bruderschaft spielt sich primär, also sie hat ihren Hauptsitz woanders. Er hat keinen Bock. Und die Diebesgilde ist ja auch eher so ein Mischmasch. Also die haben ja keine Gildenhäuser in dem Sinne. So, Freunde. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir uns sogar direkt weiter auf nach Quatsch machen. Das ist eigentlich eine ziemlich eintönige Straße runter, ja. Wie gesagt, ich hoffe einfach bloß, dass es frei von Banditen sein wird. Eben, brauchst nicht davon ausgehen, aber ich hoff's. Habe ich hier sonst keine Höhle mehr gefunden. Ist eigentlich... Relativ leeres Gebiet dafür, dass das Gebiet hier so vollgekleistert ist mit Scheißdreck. Toll. Ich wollte ihn gerade umgehen. Gerade wollte ich dich umgehen, Bruder. Boah, du Sau! Gumpi. Hau ihn weg. Ich habe ihn entwaffnet, das hat funktioniert. Oh, du willst einen Boxkampf, Bruder. Darauf habe ich mich schon so lange vorbereitet.
Oh, darauf war ich... Oida! Können wir Gras zuhauen? Euch ist weiteres geheimnisvolles Wissen zuteil geworden, das ihr nutzt, um die Struktur der Realität zu ändern. Ihr könnt nun Veränderungszauber der Gesellenstufe wirken. Toll, jetzt habe ich ihn... Ich habe ihn wirklich gerade... Ich bin so ein Depp. Ich will einfach boxen können, Digga. Geil, es ist überragend, ich liebe es. Ich lieb's, es ist so gut. Okay. Gefällt dir, Junge? Gefällt dir, auf die Fresse zu bekommen? Du hast meinem Pferd einen fucking Feuerpfeil durch die Dinge gejagt, gell? Ist dir das klar? Die letzten Meter sind nochmal heftig. Ich muss aufpassen, ich sehe ihn nicht durch die ganzen Blumen. Ich halte ihn prinzipiell gut im Griff, aber ich will es auch keinen dummen Fehler machen. Wo ist er? Nee, er ist auf Ding nochmal umgestiegen. Du Sau. Du gehörst nicht zu meiner Rasse. Es ist feige, wir hatten gerade einen schönen Faustkampf am Laufen. Na los, Scampi, du musst da um die Ecke. Wie eine schwangere Kuh. War nicht sehr akkurat. Wie gelangweilt er auch ist. Bogen des Brennens. Nett. Schick. Doch. Kann sich sehen lassen, was der Kollege getragen hat. Stil hatte er. Ich meine, wir hatten ja ausgemacht, wenn wir den Ort einmal besucht haben, können wir auch mit der Schnellreise. Bei Quatsch ist es ein bisschen was anderes. Dazu komme ich, wenn wir dort sind. Wenn wir Quatsch das erste Mal bereist haben, weil da gibt es nur diesen Spot hier unten, dann können wir da auch schnell hinreisen. Aber zuerst müssen wir mal den Weg hin, damit wir die Gebiete, die auf dem Weg liegen, auf jeden Fall markieren. Aber ich fand den Faustkampf gerade mega geil, der hat richtig Spaß gemacht. Hoffentlich kommt es noch öfter zu Faustkämpfen, das ist großartig. Ist es eine Höhle? Eine Höhle, die nicht markiert wird? Das ist interessant. Und ein bisschen sus. Wir
Wir sind noch nicht so weit. Nee. Es wirkt auf jeden Fall um einiges sicherer als das, als die Reise nach Braville und Leyavin. Oh, das sind schon die Tore von Quatsch, die wir da sehen. Okay. Muss jetzt nicht sein. Nicht kurz vor Ende der Aufnahme. Das ist halt literally ein Banditenlager direkt neben dem Weg. Was ist jetzt los? Ich weiß nicht mal, was der Gegner ist. Ein Bär und ein Keiler, na freilich. Gib mir mal den Dolch. Absolut nicht geplant jetzt. Absolut nicht geplant. Lässt du mein... Bist du besoffen? Scheiße. Okay, Freunde. Sorry, ich lade hier schnell neu. Das dauert jetzt alles zu lang. Deswegen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder zu The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich freue mich da sehr drauf. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.